Hi meine Lieben, das Wackeln hört gleich auf. Ich möchte heute mit euch das hier verpacken. Habe ich bei Rewe gekauft. Denke ich mal, so eine Rocher-Dupe sind es. Und zwar für die Erzieherin meiner Kleinen. Die war jetzt recht lange nicht in der Kita und in der Zeit gab es eine Karte von der Erzieherin. Von wegen, sie vermisst meine Kleine. Und da möchte ich nochmal so ein kleines Dankeschön zurückgeben. Und da brauchen wir, um die Verpackung zu basteln, einen DIN A4 Bogen. Ich nehme jetzt hier weiß. Und da fangen wir auch direkt an zu falzen. Der bleibt nämlich bei 21. Und wir falzen bei 12,5. Bei 16,5. Und schneiden bei 29. Somit ergibt das Teil hier auch wieder 12,5. Und dann drehen wir es auf die kurze Seite und da falzen wir rechts und links bei 2,4. Ich wollte die Verpackung oder dieses Teil aus einem Bogen machen, sonst hätte ich einen 30x30 Bogen nehmen müssen. Und ja, deswegen mache ich das jetzt hier. So, und da werden dann die Seitenteile nicht bündig, aber ich klebe eh Motivpapier rauf und dann verschwindet das. So, und dann müssen wir hier noch auf einer Seite, das ist eigentlich egal, weil es wie gesagt beides 12,5, das Papier bei 4,5 anlegen und schneiden zwischen diesen beiden Falzlinien. Und zwar hier. Hier haben wir hier und hier die Falz. Und da drücke ich jetzt hier rein und dann ziehe ich runter. Das ist in dem Fall bis 18,5. Und da sieht man ja immer hier bei dieser Schneideklinge, ist ja hier auch noch so ein Nupsi. Und hier ist auch eine Maßangabe und da wie gesagt bis 18,5 und hoch gehe ich bis 2,5. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, schneidet nicht zu weit, macht auf, guckt, ob es passt, ob ihr angekommen seid und wenn es passt, dann raus. Oder ihr geht jetzt halt einfach nochmal rein und zieht noch ein Stück höher oder ein Stück hoch oder runter. So, dieses. Und dann würde ich sagen, machen wir den Deckel auch direkt. Dann nehmen wir den zweiten Bogen und da brauchen wir ein Stück 13x24,2. Mist. Stopp. Wartet. Ich brauche einen. Ich wollte den Zentimeter länger machen als die Probevariante. Also brauchen wir ein Stück 14. 14x24,2. 14, genau. Mal 24,2. Die will ich nachher mit einem Magneten verschließen. Ist nicht unbedingt notwendig, aber ja, sieht dann schließt sie perfekt. Und das falzen wir uns jetzt auf jeder Seite bei 4 cm. Also auf der langen Seite, rechts und links bei 4 cm. So. Auf der langen Seite. Und auf der kurzen Seite bei 2 cm. Bei 6 cm. Und das war's. So, das ist wie gesagt der Verschluss, der Deckel. Und das andere wird die Hauptbox oder keine Ahnung, wie ich es nennen soll. So, dann machen wir erstmal das Teil hier fertig. Hier ist ja das, wo wir eben den Schnitt gemacht haben. Ziehen uns alle Falzlinien nach. Das hier übrigens 300 Gramm Cardstock, für die es interessiert. So, und jetzt könnt ihr euch entweder mit einem Bleistift markieren, mache ich jetzt mal als Beispiel, mit einem Lineal. Und zwar, ach nee, ist ja Quatsch. Nee, geht nicht. Nichts markieren. Wir schneiden uns jetzt, hier haben wir dieses 4 cm Teil, da schneide ich hier einmal links neben der Falz. Und schräge das an. Ein bisschen schief geschnitten. Und hier auf der Seite rechts neben der Falz. Und auf der anderen Seite genauso.
links neben der Falz anschrägen. Und hier rechts neben der Falz. So, und was ich hier mache, ist, dass ich dieses Innenteil hier rausschneide. Da schneide ich jetzt in dem Fall auch hier rechts neben der Falz gerade runter bis zum Schnitt. So, und hier auf der Seite auch links neben der Falz. Dann haben wir das. Jetzt wird das hier schon zusammengeklebt und zwar folgendermaßen. Wichtig ist, dass ihr bei diesen Nupsis hier wirklich komplett die Fläche mit Kleber bestreicht. Ihr könnt natürlich auch doppelseitiges Klebeband nehmen. Da ist es dann aber wichtig, dass vor allen Dingen hier oben wirklich bündig Kleber ist. Weil wenn wir nämlich nachher das Teil reinschieben, dann ist wichtig, dass es auch gut festklebt, weil sonst hakt es. So, und jetzt klebe ich hier im rechten Winkel die eine Lasche auf. Da auch, wie gesagt, das ist auch wichtig, gut schneiden, weil sonst ist sie hier unten 4 cm breit und hier oben dann nur 3,5 cm. Jetzt haben wir ja hier Kleber, da Kleber drauf. Jetzt mache ich mir hier eine dünne Bahn Kleber. Und hier innen drinne einmal hier unten und ziehe hier den Kleber hoch. So, dann könnt ihr im Prinzip hier noch ein Stück und hier auch noch ein Stück reingehen. So, und dann wird das hier auch unten wieder am rechten Winkel angeklebt. Also hier unten ist das Entscheidende. Und dann nicht irgendwie weiter bewegen oder so, sondern einfach andrücken. Und dass das jetzt hier nicht übereinstimmt, ist nicht schlimm. Aber das ist immer das, was ich sage, dass halt Falzlinien immer Papier fressen. Und ja, so, und jetzt drücke ich mir das von innen, die kleine Klebelasche, die wir da haben, drücke ich mir jetzt mit dem Falzbein gut fest. Und hier schieben wir das nachher rein und da würde das dann halt, kann es an dieser Klebelasche da hängen bleiben. Das, von außen kann man es aber auch nicht machen. So, andere Seite kleben wir genauso, also wieder hier komplett Kleber rauf. Schön bis zur Kante oben gehen und dann eine Seite guckt, dass ihr das im Prinzip identisch wie vorne macht. Ist jetzt nicht lebenswichtig, aber sieht dann halt immer schön aus am Ende. Man sieht diese Überlappung nachher nicht mehr doll. So, dann hier wieder eine Bahn Kleber von außen und hier eine Bahn Kleber von innen. Ein Stück reingehen, hier ein Stück reingehen. Hier unten komplett und dann hier wieder im rechten Winkel aufkleben, hier und hier nur festdrücken. Wenn nicht, schiebt euch das, was ihr verpacken wollt, rein, dann habt ihr auch nicht die Gefahr, dass es halt hängen bleibt, ne? Dass es hier oben zu eng wird oder so. So, jetzt hier wieder schön andrücken. So, das lasse ich jetzt alles mal einen Moment trocknen, weil wir die Teile hier noch einschrägen. Jetzt machen wir erstmal den Deckel und hier auch wieder alle Falzlinien nachziehen. Blöd, wenn man Kleber an den Händen hat denn und mit weißem Papier arbeitet. So, kleben wir mal noch kurz zu. Und zwar, hier haben wir jetzt diese 2 cm, das ist nachher eine Klebelasche, die ruhig ordentlich einschrägen, anschrägen und das Teil hier rausschneiden. Da schneide ich dann, wenn ich so halte, wieder rechts neben der Falz. So, und hier, obwohl, da hättet ihr jetzt, nein, da hättet ihr auch so schräg schneiden können. Hier auch schräg. Und hier rechts neben der Falz. Habe ich eben rechts neben der Falz gesagt? War links neben der Falz. Oh Mann.
So, also hier nochmal. Hier könnt ihr anschrägen, dass die sich kreuzen. Hier könnt ihr ruhig ordentlich schräg schneiden. Und hier in dem Fall jetzt links neben der Falz und anschrägen. So. Das kann sein, dass wir das hier noch ein bisschen nachher justieren müssen, weil das wird nämlich in die Box geklebt. Das Teil ist aber breiter, also 2 mm breiter, weil es der Deckel wird und sonst würde es nicht richtig schließen. So, und hier werden jetzt diese Teile innen reingeklebt. Und zwar so. Und da dann auch wieder hier gucken, dass ihr im rechten Winkel seid. Und andrücken. Und dann hier Kleber rauf. Und hier auch, das klicke ich mir halt einfach mal so runter. Und hier einen rechten Winkel. Und festdrücken. So, und jetzt wird von hier bis hier geschnitten. Das könnt ihr jetzt euch entweder irgendwie mit einem Bleistift anzeichnen, wenn euch das nichts ist. Ich mache das aber immer mit einer großen Schere und nehme das hier. Da knicke ich als erstes die Klebelasche mal nach außen. Und wenn man sich das dann so hält und hier wirklich an die Kante geht und so rüber, dann, ja, mehr kann ich euch da gar nicht sagen. Auf der Seite ist halt genauso. Hier schön in die Kante reingehen und hoch. Schneiden. Und zack haben wir da 2 Schrägen. Und hier wird es genauso gemacht. Einfach hier anhalten und oben bis zur Spitze schneiden. Aber wie gesagt, ihr könnt euch das auch anzeichnen, wenn euch das nichts ist. Aber mit so einer großen Schere geht das eigentlich ganz gut. Ja. So, da seht ihr jetzt schon quasi das Grundgerüst der Box. Jetzt gucke ich einmal, wenn ich das hier reinlege, ob es einigermaßen gut schließt. Ich kann so noch ein bisschen nachschneiden, weil die würde sonst stören. Auch. So, schaue ich nochmal. Einfach innen anlegen und die Box mal zumachen. Dann könnt ihr ungefähr sehen, ob es passt. Wenn ihr das dann so anhaltet, dann kann man eigentlich gut sehen, dass das halt nicht stört da. Deswegen müssen wir da, zeige ich euch mal, deswegen müssen wir da so ein bisschen was rausschneiden. Ja, und jetzt wird es im Grunde schon festgeklebt. Hier dann einfach Flüssigkleber rauf. Wenn ein Mitscher kommt. Und da ist wichtig, dass ihr hier schön in die Ecken Kleber macht. So. Und jetzt nehme ich die Box im Prinzip wieder und schließe sie. Und dann habe ich ja genau die Position, die der Deckel haben muss, und drücke das hinten so ein bisschen an. Und guckt ihr, dass ihr hier bündig seid, hier oben. Und dann habt ihr zumindest so ein bisschen angedrückt. Und wenn wir das dann gleich aufmachen, dann können wir es von innen schön festdrücken. Da gehe ich auch jetzt direkt hin mit dem Finger und drücke das an. Vorsichtshalber nochmal. Ja. Sieht gut aus. Und dann drücke ich es richtig an.
Das haben wir. Und da passt die hier rein. Und das kann halt sein, dass das so ein bisschen hakelt, wegen diesen Klebelaschen halt. Und dann, man sieht halt diese Schrägen auch nicht. Also ein bisschen ist da offen, hier nicht. Und ja, die würde ich jetzt mit Magneten verschließen und noch Motivpapier drauf machen. Das schneide ich mal kurz zurecht, sage euch aber dann gleich die Maße. So, Motivpapier ist zurechtgeschnitten. Jetzt nehme ich mir hier noch Magnete. Da die sehr klein sind, nehme ich jetzt insgesamt 4. Wenn ihr größere habt, dann reicht auch einer, also 2 dann. Die klebe ich mir als erstes fest. Und das mache ich einfach mit Flüssigkleber. Da guckt ihr dann beim Schließen der Box, wo ungefähr, könnt ihr euch auch eine Markierung machen. Das mache ich mal. Ein Stift. Mache ich mal hier einfach einen Strich. Dann weiß ich, bis wohin meine Box der Deckel geht. Und dann mache ich in dem Bereich, müssen dann die Magnete ziemlich mittig, damit das Motivpapier drüber passt. So. Einmal da. Und einmal hier. Und dann einfach so von innen ein bisschen gegendrücken. So, und da brauchen wir ein Stück Motivpapier in dem Maßen 15,8 x 7,7, wenn ihr das jetzt identisch so mitgebastelt habt oder nachbastelt. Das kleben wir auf. Dann mache ich immer hier auch nochmal ein bisschen Kleber drauf. Darauf achten, wenn ihr Motivpapier mit Laufrichtung habt, dass ihr es dann richtig rum macht. Und dann jetzt hier so mittig aufkleben. Mit einem Rand rundherum. Da könnt ihr das dann auch so hinlegen und von innen nochmal gegendrücken. So, dann haben wir den Part. Dann habe ich für hier unten, für den Boden, ein Stück 15,8 x 3,7. Fest. So, und dann haben wir ja hier die Seitenteile. Oh nein, oh nein, oh nein, wo ist das? Gott, was ist das? Ja. Hab ich doch glatt bei den Restepapieren. Da habe ich einen schon mal vorbereitet und ich zeige euch, wie ihr das hier machen könnt, damit ihr diese Schräge reinbekommt. Also ihr braucht 2 Stücken, 12,2 x 3,7. Und jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen tricky, das in der Kamera zu zeigen. Ihr legt es mit dem Motiv, was zu sehen ist, nach unten. Und legt diese Kante hier, diese Kante von der Box, bündig mit dieser Papierkante. So. Und guck mal. Diese Kante muss hier bündig mit der gedachten Linie sein. Also, ne, wenn ich das so... Warte mal, ich zeige es euch mal hier oben. Ihr legt das hier vorne bündig an und hier oben müsst ihr euch, da ist ja halt so eine Lücke und auch kein Papier und nichts, da müsst ihr euch die Linie halt denken. Und dann legt ihr das hier vorne bündig an und zieht dieses komplett bis hoch zur Ecke. So. Und dann, ich lege es gleich nochmal ordentlich an. Und dann macht ihr euch hier einen Bleistiftstrich. So, also wie gesagt, bündig vorne. Hier die Verlängerung euch denken. Dann hier so ein bisschen mit dem Finger gegenhalten. Und eine Markierung machen. So. Und da schneiden wir auch wieder mit der Schere gerade lang. Und dann könnt ihr nochmal anhalten, ob es so passt. Jo. Und so schaut es dann aus.
So, die klebe ich auch beide fest. Und das Gute ist halt, wenn ihr diese Linie nachzieht, ist, wenn ihr das so gemacht habt wie ich eben, dass ihr einfach nur mit der Schere so zack runterschneidet und ihr habt da irgendwie eine Welle drin oder so, dann zeichnet ihr die natürlich mit ab. Und dann, ne, wenn ihr jetzt hier so eine Welle drin hättet, dann habt ihr die hier auch drin, dadurch, weil ihr euch diese Bleistiftmarkierung gemacht habt. Wenn das hier nicht so ganz eben, mein Gott, das verschwindet ja eh hier drin, also das ist jetzt dann Meckern auf hohem Niveau. So, die Seite hatte ich ja schon vorbereitet, halt ganz genauso dann. Natürlich auch nur vorne, oben und unten verzieren. Aber ich finde es halt, dadurch, weil wir das hier... So, da war der Akku alle. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe. Ja, keine Ahnung. Nur oben und unten. Achso, und da wir das hier so überlappend haben, das Papier, sieht halt schöner aus, wenn es nochmal verkleidet wird. So, dann schließen wir als erstes die Box so, wie sie sein muss. Am besten das, was verpackt werden soll, reinmachen. Wie gesagt, immer so ein bisschen rütteln wegen Klebelaschen, was ich euch sagte. Und dann richtig schön so verschließen, wie es sein soll. Und dann nehme ich mir die beiden Magnete und mache das so. Jetzt ist einer weggeflitscht. Weg ist er. Wartet, ich brauche einen zweiten Magneten. Einfach so fallen lassen und dann, ja, und da jetzt halt, wie gesagt, schön zumachen, schön andrücken, dass es gut aussieht. Gut, ein bisschen sieht man doch das Motivpapier hier, aber also bitte. So, und jetzt schiebe ich den hier so ein bisschen weg. Mach mal hier so ein bisschen großflächig. Und lass den wieder runterfallen. Und genauso hier. Auch hier so ein bisschen großflächig. Weil man ja doch nicht genau weiß, wo der Magnet da war. Und lass den wieder so runterflitschen. Oh. Oh, reicht. So. Und jetzt können wir mal Tiefpapier aufbringen. Einmal für die große Klappe habe ich hier ein Stück. Super. Ja, fantastisch funktioniert. 15,9 mal 7,7. Genau. Hier noch ein bisschen Kleber drauf. Dann immer da, wo die Magnete sind, an der Stelle das Papier noch mal gut andrücken, damit das hier nicht aufgeht. So, ja, da sieht, geht schon von ganz alleine zu. Sehr schön. Dann habe ich für den oberen Teil 15,9 mal 3,7. So, und hier bei den Seitenteilen zeige ich euch auch, da braucht ihr zwei Stücke in 3,6 mal 7,6. Hier habe ich sie schon, hier zwei. Und da ist jetzt wichtig, weil ich kann jetzt leider nicht die Seitenteile beide benutzen, weil das identische Teile sind. Deswegen ist jetzt wichtig, wenn ihr das so schneidet. Ich habe das jetzt mit meinem Hebelschneider gemacht. Dann habe ich in dem Fall dieses Stück Papier so angelegt. Wartet. So. Ich zeige es euch mal als Beispiel.
lege das mal hier oben rein, habe es so angelegt. Dann ist wichtig, dass ich dieses Teil jetzt so anlege, damit ich eben ein entgegengesetztes Teil bekomme. Ja? Ja. So, und da schneide ich einfach von Ecke zu Ecke. Ja. Und jetzt müssten wir... Yes! Jetzt haben wir zwei entgegengesetzte Teile. Und das ist Verschnitt. Habe ich gesagt, wie groß? 3, ja, habe ich gesagt, ne? 3,6 mal 7,6. Genau. Und die kleben wir uns jetzt hier an die Seiten. Und hier ist jetzt auch, hier habe ich den Schnitt so ein bisschen schräg, also so ein bisschen mit einer Welle, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ihr dürft auch nicht immer so selbstkritisch sein, denn Leuten, denen man das schenkt, die ja quasi keine Ahnung vom Basteln haben, die sehen so eine Fehler gar nicht. Die denken nur, oh, das ist ja eine süße Verpackung, die sieht ja hübsch aus. So, hier passt gut. So, zack, zack, zack. Oh, ich finde es traumhaft schön. Und ihr könnt, wie gesagt, hier auch noch Motivpapier raufmachen. Aber das finde ich unnötig. So, dann habe ich mit diesen neuen Action-Stanzen diesen da und dem neuen Merch-Stempel von Anne Stempel Design, der jetzt endlich angekommen ist. Da gab es ja ordentlich Probleme. Nicht zwecks Anne, sondern Lieferanten. Da gibt es hier einen Spruch, Zucker, süßer Glücksbote. Und den fand ich sehr passend und der kommt hier rauf. Und schon ist die Box fertig. Ja, habe ich mir hier mit dieser Stanze ausgestanzt. Richtig schönes Set, finde ich. Ja, und das klebe ich jetzt einfach so rauf, aber das werde ich in 3D aufkleben. Und dann sind wir hiermit schon fertig. Guck ich mal, mache ich zwei rauf, glaube ich. Ja. So. Das ist immer die größte Fummelarbeit, hier diese Trägerfolie abzukriegen. Dann nimmt so. So, und das klebe ich jetzt hier so circa mittig. Das mache ich dich ordentlich, ne? Haben wir 16. Und bei 8. Gucke ich, dass die Spitze hier bei 8 ist. So im unteren Bereich klebe ich das auf und fertig. Tada! Richtig schön geworden. Hier mache ich vielleicht noch Glitzersteine rauf. Mal gucken. Oder ein paar Nuvos, ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall ist das die Verpackung selbstschließend. Kann man so rausziehen und guten Appetit. Ich finde sie richtig cool. Ja, könnt ihr mir gerne sagen, wie sie euch gefällt. Solltet ihr sie nachbasteln. Das hätte ich gesagt, stellt sie mal am besten so hin. Dann passt das einmal rein. Wenn ihr sie nachbastelt, verlinkt mich gerne, wo auch immer, Hashtag very important oder wie auch immer. Würde ich mich drüber freuen. Über ein Abo freue ich mich und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.